Herr Nitsch, was sagen Sie zum Ergebnis? Ja, ein schlimmes Ergebnis. Das schlimmste Ergebnis in der Geschichte der Sozialdemokratie und für uns ein schlechter Sonntag. Was haben Sie falsch gemacht? Das können wir jetzt noch nicht sagen, aber offensichtlich hat es gereicht für eine Partei, die Ausländer raussagt, dass sie ihre Stimmen mehr wie verdoppelt. Wir haben in dieser Frage uns zurückgehalten, haben ganz bewusst keine trennenden Äußerungen gemacht und dafür sind wir offensichtlich abgestraft worden. Ein historisch schlechtes, das schlechteste Ergebnis. Was für Konsequenzen ziehen Sie? Ja, das Einfachste wäre jetzt zu sagen, ich haue alles hin, aber so einfach mache ich es mir nicht. Wir werden mal einmal drüber schlafen und morgen Vormittag haben wir Parteivorstand und dann werden wir beraten, wie es weitergeht. Sie wollen weitermachen? Das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich morgen. Dankeschön. Ist der Grad Ihrer Enttäuschung also? Der Grad Enttäuschung, der ist sehr hoch. Also wenn man, was soll Schlimmeres geben, wie wenn man 7% verliert und nur noch viertstärkst stehst? Also da gibt es wenig Schönes zu sagen. Was erklären Sie sich in Bregenz, das schlechte Ergebnis? Ja, im Verhältnis zum Land ist das Bregenz-Ergebnis eh noch super. Nur es macht auch in Bregenz keinen Spaß, wenn man hinter die Freiheitlichen zurückrutscht, hinter einer Partei, die nicht einmal eine funktionierende Ortsgruppe hat in einer Stadt. Okay, danke.